Zahlreiche Einsatzfahrzeuge im Hamburger Stadtgebiet. Am Samstag findet ab 8 Uhr morgens eine groß angelegte Übung mit Einsatzkräften der medizinischen Taskforce des Bundes statt. Dabei wird die Verlegung und der Betrieb von 3 Einheiten aus Hamburg und Niedersachsen trainiert. Rund 750 Einsatzkräfte werden an der nicht öffentlichen Übung im Hamburger Westen teilnehmen. Rund 90 Einsatzfahrzeuge werden dafür durch Hamburg fahren. Eine Gefahr besteht nicht. Die medizinische Taskforce des Bundes ist eine taktische Einheit von Sanitätsdiensten und Ärzten, die unter anderem im Verteidigungsfall oder bei bundesländerübergreifenden Katastrophen die medizinische Versorgung von Verletzten sicherstellen soll.